Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Strickhof Feldkanal vom 9. April. Das Thema vom heutigen Beitrag ist Stickstoffdüngung in Zuckerrüben. Und wir werden auch noch einen kleinen Ausblick auf allfällige Spurenelemente wie Bohr machen. Als erstes möchte ich einfach ganz kurz auf die Nährstoffnorm von den Zuckerrüben überhaupt eingehen. Die Nährstoffnorm gemäss Grut ist 100 kg Stickstoff pro Hektare, knapp 95 kg Phosphor, etwa 400 kg Kali und 70 Einheiten Magnesium. Und es ist aber so, dass die Rübe an sich für das Wachstum eigentlich deutlich mehr Nährstoff braucht, aber eben sehr viel von diesen Nährstoffen, besonders auch gerade im Bereich von Kali und Magnesium, in Form der Ernterückstände, sprich Zuckerrübenlaub, auch wieder auf dem Feld zurückkommt und entsprechend noch eben bei weitem nicht das düngt werden, wo die Pflanze eigentlich auf der Entzugsbasis hätte, sondern wirklich das, was sie braucht für das Wachstum. Die Stickstoffdüngung, die jetzt aktuell das Thema ist, hängt natürlich wie bei allen Kulturen grundsätzlich vom Faktor Boden, von der ganzen Mineralisierung im Boden hinein ab und wie sich der Boden zusammensetzt. Und der aktuelle Zustand vom Boden in dem Feld, wo wir jetzt draufstehen, würden wir jetzt miteinander mal anschauen. Auf dem Feld ist letztes Jahr Winterweizen angebaut worden. Im Nachhinein hat man Gründüngung angesagt. Die ist dann im Herbst eingearbeitet worden. Bevor man die Winterfuhre gemacht hat, sind Hofdünger ausgebracht worden in Form von Mist. Und wenn wir uns jetzt mal die Spatenprobe anschauen, ein bisschen im Detail, sieht das folgendermaßen aus. Wir haben hier oben den oberen Teil vom Boden und das wäre der Unterboden. Man sieht schön den oberen Teil, der im Frühling fein bearbeitet worden ist mit den Kreiselecken. Dementsprechend da die Segmentierung auch vom Horizont der Kreiselecken geht es weiter aber zu dem Horizont, der gepflügt worden ist. Innerhalb des Pflugshorizonts findet man jetzt auch die Ernterückstände, die eben im Herbst eingearbeitet worden sind und da ganz eine leichte Schicht haben. Es ist aber nicht so, dass es eine extrem kompakte Mistmatratze gegeben hätte, was für das Wachstum der Kultur natürlich schlecht wäre. Wenn man den Boden an sich etwas neuer anschaut, dann sieht man hier oben aufgrund der leicht brünlicheren Verfärbung, dass da der Humusgehalt ca. bei 3 bis 3,5% wird sein. Und im Unterbodenbereich sind wir beim mittelschweren Boden mit etwa so 23% Ton. Aufgrund von dem Humusgehalt, dem Tongehalt, kann man eigentlich davon ausgehen, dass der Stickstoff und die anderen Nährstoffe auch im üblichen Rahmen mineralisieren werden. Und jetzt aber, zu dem Zeitpunkt, wo wir sind, weil wir hier eine Winterfuhre haben, ist der Boden in diesen unteren Zentimetern noch relativ kalt, hat noch nicht ganz 10 Grad. Und zudem, zu diesen Ernterückständen, die setzen jetzt auch noch nicht wirklich Stickstoff freisetzen. Entsprechend wäre jetzt wirklich, um das Wachstum der Rüben fördern, eine Düngung mit Ammonsalpeter beispielsweise angebracht. Ein Dünger, der schnell verfügbaren Stickstoff liefert. Ammonsalpeter als schnell wirksamer Stickstoffdünger wäre jetzt wirklich eigentlich ideal. Die Empfehlung wäre eigentlich, dass man so rund 40 kg Stickstoff gäbe. Je nachdem, welcher Ammonsalpeter man natürlich verwendet, ist man da irgendwo im Bereich von 150 kg Dünger pro Hektare. Die Problematik, die man jetzt natürlich hat, die trockene Witterung hat oberflächlich den Boden relativ stark ausgetrocknet. Auf dem Feld, wo wir jetzt gerade sind, ist der Vorteil von der Winterfuhre ganz klar. Unten haben wir noch eine gewisse Feuchtigkeit, aber es reicht natürlich nicht, dass wenn man den Dünger jetzt streut, dass der auflöst. Ein
Regen von mindestens 5 mm Niederschlag wäre an dieser Stelle eigentlich angebracht. Die Alternative wäre natürlich, dass man den Dünger irgendwie könnte einarbeiten, sprich hacken, ist aber auf der anderen Seite natürlich bei Rüben in diesem Stadium absolut kein Thema oder besser gesagt eigentlich gar nicht möglich. In dem Fall wäre man eigentlich besser dran, wenn man den Dünger bereits zur Saat eingearbeitet hätte. Aber natürlich, wie so häufig, da, wo es um die Saat gegangen ist, war es noch nass gewesen und es hätte ja keiner gedacht, dass so entsprechend Böden könnten austrocknen. Bei Zuckerrüben ist natürlich neben der Stickstoffdüngung während der Vegetation Bohr auch immer ganz ein grosses Thema. Entsprechend kann man Bohr natürlich zusammen mit dem Ammonsalpeter düngen, sprich einen Bohr-Ammonsalpeter verwenden. Es empfiehlt sich besonders auf Standorten, wo man im Vorjahr bereits vielleicht schon mal Mangelsymptome gehabt hätte. Bohr an sich muss man sich einfach einmal bewusst sein, braucht genug Feuchtigkeit im Boden, damit es zu den Zuckerrübenpflanzen hinkommt. Man kann natürlich auch ganz gut sagen, man gibt den Bohr in flüssiger Form. Das ist aber definitiv zu einem späteren Zeitpunkt der Fall. Wenn man auf ein Produkt wie Bohrtrag geht, wo man flüssig eben ausbringt, dann wäre das irgendwo zum Zeitpunkt um den Reihenschluss herum dann angebracht. Zusammengefasst kann man also sagen, rund 40 kg schnell verfügbarer Stickstoff werden zurzeit angebracht. Wer mal ganz genau auf Parzellenebene aber wissen möchte, wie die Stickstoffdüngung aufgeteilt werden sollte, kann das natürlich auch sehr gerne mit Online-Hilfsmitteln machen. Die Schweizerische Fachstelle für Zuckerrübenanbau hat beispielsweise auf ihrer Homepage ein Tool aufgeschaltet, wo man die wichtigsten Parameter zum Boden eingeben kann und entsprechend dann die Düngungsempfehlung auch rauskommt. Mit diesem Beitrag hoffe ich Ihnen, etwas zu der Stickstoffdüngung mit auf den Weg geben zu können. Und für allfällige Fragen stehen wir jederzeit sehr gerne zur Verfügung. Auf Wiedersehen!